Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, heute ist es soweit. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wer das schon alle gesehen hat, FIFA 19 Revival, also die neuesten und heißesten und brandneuesten News oder Infos über FIFA 19. Und ich weiß, dass viele von euch keine Zeit gehabt haben, sich das Ganze auf Twitch anzusehen. Ich habe mir gedacht, ich fasse das jetzt einfach mal für euch zusammen. Neue Ikonen sind rausgekommen, neue Futures, neues Kartendesign. Das Once-to-Watch-Design, es ist einfach unglaublich. Und ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich werde euch das alles zusammenfassen. Gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr das Ganze feiert. Falls ihr euch FIFA 19 über Amazon vorbestellen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung ist der Link, mein Affiliate-Link. Also ein Klick genügt und damit unterstützt ihr mich. Also wenn ihr, wie gesagt, das über Amazon vorbestellen wollt, mein Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Danke euch dafür und gucken wir mal rein, Leute. Wie gesagt, erstens, ich habe gleich geschrieben auf Twitter, wer mir dort nicht folgt, Pato FIFA. Wirklich, FIFA 19, es bietet wirklich extrem viel. Auch Unmengen an neuen Content. Was meine ich damit? Grüße gehen raus an Tiago. Bin komplett überfordert, was es alles gibt. Ja, ich bin auch komplett überfordert gewesen. Es gibt so viel Neues. Also wenn ihr wirklich immer so am neuesten Stand sein wollt, dann legt euch Twitter zu, folgt sofort der EA-Seite, guckt an. Erster Icon wurde schon veröffentlicht, Baggio. Alter, also der hat unnormale Werte. Ich denke, so als ZOM ultra gut sein. Ich weiß leider gerade nicht, wie groß der ist. Kann mir aber wenig vorstellen, dass er irgendwie für den Sturm oder für einen ZOM oder so sein soll. Ah ja, ist eh Cam. Also ZOM, mega interessanter Spieler. Aber Leute, Cannavaro ist zurück. FIFA 17 war er dabei. Er hat zwar ultra die geilen Werte, aber die Körpergröße. Also ich glaube, bei FIFA 17 war er auch nicht so arg relevant. Trotz allem, ich bin froh, dass ein Cannavaro wieder zurück ist. Und jetzt, Leute, das ist so geil. Seedorf, Alter. Ich habe heute ein Foto gesehen, wie er gerade jetzt aussieht. Leute, das ist ein Schrank. Bei dem glaubt man, der ist 30 Jahre alt oder jünger. Das ist zu krass. Also so ein ZM, ZOM, so 87 Schuss, einfach krass, ne? 82 Physical, ultra geil. Leider Gottes fehlt in die Pace, aber dennoch. Hand da drauf und Abfahrt, würde ich sagen. Aber Seedorf ist mal dabei. Und Leute, ich kann mich nur ganz vage an ihn erinnern, an die Kindheit und so weiter. Makelele habe ich selbst noch miterlebt, wie Seedorf, Cannavaro. Und das ist so gleich, das ist eigentlich wie ein Kanté. Das ist so der Zwilling von Kanté und Bakayoko. Bakayoko wegen dem Schuss, ne? Makelele hat einfach 50 Schuss, moin Digga. Aber physical, defensiv und solides Tempo. Ultra geil für eine neue Icon. Makelele, welcome. Aber, Alter, Rivaldo habe ich mir schon so heftig gewünscht, er ist da. Gerard Lampard, wirklich, ohne Witz, ich bin auch froh, dass diese Spieler am Start sind. Meiner Meinung nach ist es aber noch ein Ticken zu früh. Vielleicht so ein Jahr zu früh oder so. Die haben erst aufgehört. Aber was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, Gerard und Lampard, ultra sympathische Spieler. Aber ich weiß nicht, die haben gerade so den Weg als Trainer eingeschlagen, ganz frisch und so weiter. Da hätte ich sogar eher gesagt, holt doch Zidane. Zidane ist jetzt nicht mal bei einem Verein aktuell als Trainer. Ich weiß, Lizenz, Pipapo, Beckham und so weiter. Also wäre ich eh gewesen. Ich hätte mich eher um Beckham oder Zidane bemüht. Aber Leute, es sind ja noch nicht alle. Es sind noch nicht alle Ikonen raus, aber ja, man kann wirklich diskutieren. Natürlich, wie gesagt, ich bin froh, dass die am Start sind. Trotz allem, kleiner Kritikpunkt, vielleicht ein Jahr zu früh. Cruyff ist am Start. Alter Leute, was hat der für Werte, ne? Eusebio, wenn der 5-Star Weakfoot hat, dann braucht man eigentlich gar keinen R9 mehr oder so. Wobei, ich weiß nicht, ich hoffe, dass er auch dabei sein wird. Denkt ihr, er wird auch wieder dabei sein? Ich hoffe echt, dass R9 bleibt, dass Ronaldinho bleibt, Kulitz. Ich habe irgendwie Bammel, dass er nicht dabei ist, aber er muss kommen. Kulib, sei dabei. Aber Rivaldo, Cruyff, Eusebio, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Gerard Lampard, ultra. Aber auch das war nicht die einzige Icon-Veröffentlichung. Einige aus Deutschland wird es sicher freuen. Und Real Madrids Anhänger, Raul. Also Brusque hat gleich auf Twitter gesagt, das ist die erste Karte, die er sich holen möchte. 88 Pace, 92 Tempo, 82 Pass. Alles ultra solide. Also was sagt ihr zu den Ikonen? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Und Leute, Once-to-Watch-Karten sind jetzt auch 3 Karten quasi veröffentlicht worden. Und das ist das geilste Kartendesign, was ich je gesehen habe. Once-to-Watch. Und zwar sieht das so aus. Alter, alleine schon die Umrandung, ne? Der Hintergrund, also Goretzka, Cristiano Ronaldo, Lemar.
die ersten drei Karten, die veröffentlicht wurden. Das sind aber noch nicht die Originalwerte, ja? Also lasst euch da noch nicht beeinflussen, da hat die EA explizit noch gesagt, das steht hier auch unten in der Bildbeschreibung, Werte nicht final. Also da kannst du noch ein bisschen etwas ändern. Ich denke, bei Lemar wird wahrscheinlich noch, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das Tempo noch in die Höhe geht. Goretzka, auch das Rating, denke ich mir, geht noch in die Höhe. Aber Leute, was sagt ihr zu diesem Kartendesign? Das ist ultra. Des Weiteren neue Custom-Taktik, also neue Anpassungswerte. So viel wie ich jetzt gesehen habe auf Twitch, dass man da nichts mehr mit Zahlen regeln muss und so weiter, sondern hier alles eben mit Regel ohne Zahlen. Also wird dann hier auch noch in der Grafik das alles vorgezeigt, dann auch so quasi in Videoform so weiter, wie sich das Ganze verändert. Und dann noch ultra defensiv, defensiv. Man kann hier quasi, wenn man auf defensiv schaltet, kann man hier, was weiß ich was, 4-2-3-1 verwenden und dann quasi auch noch eigene Custom-Taktik anwenden. Attacking, eventuell 3-5-2 oder so. Hier bei Ultra-Attacking 3-4-2-1. Da kann man so viel Neues einstellen und ich finde, es ist so ein geiles neues Feature. EA bzw. FIFA möchte ja richtig ultra in diesem Competitive-Bereich angreifen. Ist schon mal wirklich der nächste große Step. Und der nächste Step ist auch noch die Weekend League Quali. Wie qualifiziert man sich jetzt in der Weekend League? Nämlich, meine Freunde, wer Squad Battles gespielt hat bei FIFA 18, der wird das Prinzip so circa wissen. Jetzt hat alles mit Skill Rating zu tun. Alter, da bin ich auch sehr, sehr neugierig. Ich bin generell neugierig. Wie werde ich mich da schlagen? Werde ich von Anfang an ein gutes Niveau haben? Muss ich mich sofort so ultra steigern und so weiter? Ich werde auf jeden Fall die Demo mega suchten im Livestream und so. Aber hier hat jetzt sehr, sehr viel mit Skill Rating zu tun. Und so quasi die Qualifikation, die kann man als wie ein Draft Token sehen. So eine Art Weekend League Token. Wenn man zum Beispiel jetzt spielt auf dieser eine Weekend League Quali, aber weiß, man kann dieses Wochenende nicht, dann löst man quasi diesen Token nächstes Mal ein. Also man kann das dann wirklich selbst auswählen, wann willst du diesen Weekend League Token quasi einlösen. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich bin mega, mega neugierig und ich bin ultra gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Wie gesagt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Was noch eine geile neue Option ist, nämlich Option. Man kann ja Rewards erspielen, wöchentliche Rewards. Und hier kann man dann quasi aussuchen, Option 1, Option 2, Option 3. Und keine Ahnung, was da noch so für Optionen dazukommen. Arten von Packs oder nimmt man eher die Coins und so weiter. Also das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man den Spieler jetzt quasi entscheiden lässt und nicht wirklich fixiert jetzt auf, was weiß ich was, 5000 Coins, so, ja, ich weiß nicht, ist wieder etwas Spannendes, so, da sieht man, dass EA sehr, sehr auf die Community eingegangen ist, das haben auch diverse Game Changer quasi schon bestätigt, bevor das Ganze rauskam, also ist ultra interessant, auch hier ein neues Feature, Player Picks, ja, man kann so Art Custom-Spieler, sieht auch mega, mega geil aus, muss man quasi schon ein paar Spieler einlösen, dann kann man sich hier wie auf Draft-mäßig dann die beliebigen Spieler aussuchen. Oh, sehr interessant. Chemistry-Style, also in-game. Ich habe gar keinen Chem-Style gesehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt gehandhabt wird. Vielleicht habt ihr da schon bessere Informationen als ich. Vielleicht habe ich da zu wenig aufgepasst oder mein Englisch war zu schlecht. Aber Chemistry-Style habe ich nicht wirklich viel mitbekommen. Das könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt, Leute, das wolltet ihr auch sicher sehen. Die neue Pack-Animation. Ich habe schon geschrieben, Schlappi und Julius zum Beispiel haben sich schon auf Twitter unterhalten. Ich habe da auch meinen Senf dazugegeben. Kommt mir ein bisschen so rüber, als würde man das gerade über Smartphone öffnen. Ich rede jetzt nicht so viel, meine Freunde. Abfahrt. Ich zeige euch das Ganze jetzt. So kam raus, das Icon Raul, glaube ich, zustande kam. Oder so würde sie quasi veröffentlicht. Mega spannend. Gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Sorry für die Grafik, ist jetzt nicht gerade die beste. Aber ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von dieser Pack-Animation haltet. Die Schrift hinten, ja, hätte man eigentlich eher weglassen sollen. Ich finde auch hier, irgendwie ist das so ein Mix von FIFA 17 und FIFA 18, ne? Guck an, Leute. Das kommt mir irgendwie so FIFA 17 mäßig vor. Dann die Tafel im FIFA 18 und das da hinten. Ich kann mich gerade nicht wirklich erinnern, so gab es diese Lampen da hinten. Und das da, dieses Konfetti-mäßige, ne? Irgendwie so ein Mix von FIFA 17 und FIFA 18. Echt krass. Also ich hoffe, das Video ist jetzt nicht so lang gehalten, meine Freunde.
Hinterlässt gerne einen Daumen nach oben für mehr News. Ich bin echt gespannt. Und nochmal, solltet ihr FIFA 19 vorbestellen wollen, macht das doch sehr, sehr gerne über meinen Link. Ihr zahlt nicht mehr, ihr unterstützt mich nur damit, ne? Der Link von meinem neuen Merch ist auch ganz oben in der Videobeschreibung. Ich bin raus, meine Freunde. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.